Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unsere Ohren und Augen gemacht hast. Wir loben dich dafür. Und wir bitten dich, dass wir sehen und hören dürfen, gerade heute Morgen. Mach unsere Augen auf, dass wir dich sehen dürfen. Mach unsere Ohren auf, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Und schenk unseren Herzen das Verständnis. Schenk uns die Gnade zu verstehen. Amen. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Liebe Gemeinde, liebe FEG Bern, vielleicht habt ihr schon gemerkt, es wird heute ums Schauen und das Hören gehen. Da fällt mir ein, ich muss auf Hochdeutsch umstellen. Es geht damit um zwei eigentlich sehr alltägliche Tätigkeiten. Ihr alle habt heute Morgen schon einmal eure Augen und Ohren benutzt, da bin ich ziemlich überzeugt. Für mich selber gilt, wenn ich meine Ohren nicht benutzt hätte, wäre ich nicht einmal hier, dann hätte ich meinen Wecker nicht gehört. Wenn ich meine Augen nicht benutzt hätte, hätte ich den Weg zum Kühlschrank und in die Dusche nicht gefunden und schließlich hier in diese schöne Kapelle. Man kann sich also fragen, warum die Autoren der Bibel, in diesem Fall Salomo und Jesus Christus selbst, warum sie überhaupt Worte darüber verlieren, über die Augen und die Ohren. Aber bei einem genaueren Blick in die Bibel zeigt sich etwas, das uns vielleicht erschrecken mag, das auch ein bisschen paradox ist. Es zeigt sich, dass Sehen nicht gleich Sehen ist und Hören nicht gleich Hören. Was soll damit gemeint sein? Wie soll das funktionieren, dass jemand sieht und doch nicht sieht? Diese Fragen sind gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich glaube aber, wir können diesem Geheimnis heute Morgen ein bisschen auf die Spur kommen. Ich möchte das gemeinsam mit euch zusammen tun, anhand von zwei Bibeltexten, die ich zu Beginn gelesen habe, und mit drei Punkten. Der erste Punkt: ein Geschenk Gottes. Der zweite Punkt: hörend und sehend oder blind und taub. Und der dritte Punkt: was die Propheten sehen wollten. Ich komme also zum ersten Punkt: ein Geschenk Gottes. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Soweit Sprüche 20, Vers 12. Die Bibel beginnt damit, dass Gott die Welt erschafft. Sogar der allererste Vers der Bibel sagt uns, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und dann in Genesis 2 lesen wir genauer, wie Gott den Menschen schafft, nachdem er schon die Tiere und die Vögel und die ganze Natur geschaffen hat. Und dort heißt es, dass Gott den Menschen gemacht hat, Staub von der Erde, und dass er den Atem des Lebens in seine Nase geblasen hat und dass der Mensch eine lebendige Seele geworden ist. Die Bibel setzt nach dem Schöpfungsbericht durchwegs voraus, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Ganz anders, als wir uns das heute gewohnt sind, wenn wir ja vor so vielleicht 20 Jahren, 10 Jahren, vielleicht etwas mehr in die Schule gegangen sind, oder wenn wir mal in ein Biologiebuch geschaut haben. Aber die Bibel setzt voraus, Gott hat den Menschen geschaffen. Und als Mose im Alten Testament von Gott den Auftrag erhält, geh zum Pharao, geh zum König von Ägypten und sag ihm, dass er mein Volk ziehen lassen soll, gibt Mose Gott eine Antwort, und diese Antwort ist eigentlich eine Beleidigung. Mose sagt zu Gott: ich kann das nicht tun,
weil ich einen schwerfälligen Mund habe und eine schwere Zunge, weil ich nicht gut reden kann. Und Gott gibt Mose eine Antwort. Wir lesen die im Exodus 4, Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Zunächst sollten wir deshalb festhalten, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge sind Geschenke Gottes. Wenn wir das haben dürfen, sind wir von Gott beschenkt. Und lasst uns kurz diese Geschenke etwas näher betrachten. Es gibt eine kurze Biologiestunde, ich versuche sie wirklich kurz zu halten. Aber während ich heute Morgen zu euch spreche, produziert mein Mund sogenannte Schallwellen. Das sind so Verdichtungen der Luft. Und wenn ich rede, dann kommen die so in Wellen zu euch. Und während ihr mir zuhört, gehen diese Schallwellen durch euren äußeren Gehörgang, da in dieses Loch hinein. Und am Ende von diesem Loch hat es das sogenannte Trommelfell. Und wie der Name schon sagt, kommen dann diese Schallwellen und die Trommeln so auf dieses Trommelfell. Dort erzeugt es Schwingungen im Ohr drin. Jetzt muss ich kurz spicken. Am Ende dieses, ich glaube es heißt Paukenohr, oder es hat ganz einen spannenden Namen, ich habe ihn leider vergessen, aber am Ende davon hat es winzige Knöchelchen, die kleinsten Knochen im menschlichen Körper. Und diese Knochen übertragen die Schwingungen auf eine Membran, die Membran des Innenohrs. Im Innenohr hat es eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit gerät in Bewegung. Diese Flüssigkeit bringt winzige Haarzellen in Bewegung und dort werden die Schallwellen in Nervenimpulse verwandelt. In elektrische Impulse, die eure Nerven dann ins Gehirn leiten. Und was dann im Gehirn alles geschieht, da habe ich wirklich keine Ahnung und ich möchte gar nicht anfangen damit. Aber es ist erstaunlich, wie komplex, was da alles in euch drin passiert, bis ein Wort, das ich sage, bei euch hoffentlich ankommt. Und dann zum Auge. Ich sehe, eure Augen sind alle noch offen, das freut mich sehr. Wenn ihr eure Augen offen habt, dann werden in atemberaubender Geschwindigkeit Lichtstrahlen in elektrische Impulse verwandelt. So schnell, dass ihr es gar nicht merkt und die ganze Zeit. Das Licht, das durch die Hornhaut eurer Augen geht, wird in der Linse gebrochen. Die Linse sitzt ganz vorne im Auge und sie bündelt das Licht in den hinteren Teil eures Auges. Dort sitzt der gelbe Fleck, der sogenannte. Und dort könnt ihr am allerschärfsten sehen. Und das ist auch kein Wunder, denn in der Mitte vom gelben Fleck gibt es die sogenannte Sehgrube. Und in dieser Grube sitzen 3,3 bis 7 Millionen winzige Zapfen, sogenannte Lichtrezeptoren, winzige Nerven, die das Licht verarbeiten können, die es wiederum in Impulse umwandeln, die dann in euer Gehirn hochgeleitet werden. Lasst uns einen Moment innehalten und einfach staunen. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Sehend und hörend oder blind und taub. Und dazu einen Text lesen, der etwas länger ist, aus Matthäus 13, die Verse 10 bis 15. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben.
Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Was soll das nun bedeuten? Gerade haben wir gehört, dass hörende Ohren, sehende Augen Geschenke Gottes sind. Und nun sagt Jesus, es gibt Ohren, die hören und doch nicht hören. Und es gibt Augen, die sehen und doch nicht sehen. Was meint er damit? Jesus macht mit seinen Worten deutlich, dass es unterschiedliche Arten des Sehens und Hörens gibt. Es gibt ein ganz natürliches Sehen und Hören, das, was uns Gott allen geschenkt hat. Und es gibt ein Sehen, das Menschen voneinander unterscheidet. Es gibt ein Hören und Sehen, das die einen Menschen haben und die anderen nicht. Und Gott spricht hier ganz explizit zu seinen Jüngern, weil seine Jünger fragen ihn: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und er meint damit, warum Jesus zu der Volksmenge nur noch in Gleichnissen spricht und nicht so klar und deutlich, dass es jeder sofort verstehen kann. Und Jesus antwortet ihnen und sagt: Ich rede in Gleichnissen, weil ihr sie verstehen könnt, die anderen aber nicht. Ihr könnt sehen und hören und ihr könnt es wirklich, aber sie können es nicht. Und ich glaube, Jesus spricht hier von einer willentlichen Blindheit und Verstockung ihm selbst gegenüber. Jesus spricht von Menschen, die zwar eigentlich wüssten, was wahr und richtig ist, die das aber unterdrücken. Von Menschen, die ihre Augen zuhalten und ihre Ohren verstopfen, weil sie es nicht hören können, weil sie die Wahrheit nicht ertragen können. Und ich glaube, in diesem Text ist auch eine große Warnung drin. Nämlich die Warnung, dass man das kann. Man kann seine Augen zuhalten und das Licht nicht mehr sehen. Man kann seine Ohren verstopfen und dann die Wahrheit nicht mehr hören. Und deshalb kann Paulus auch später schreiben in Römer 1, Vers 21: Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Paulus spricht davon, dass die Menschen irgendwo wissen, dass es Gott gibt. Irgendwo können sie das erkennen, das Wesen Gottes in der Natur, in der Schöpfung, aber sie wollen es nicht sehen. Und ich glaube, das ist ein biblischer Gedanke, der für uns unglaublich schwierig zu verstehen ist. Ich glaube, wir, und ich spreche jetzt so von uns als den modernen, aufgeklärten Menschen, ich glaube, wir sehen uns selber so, dass wir die meiste Zeit sehr vernünftig und rational unterwegs sind. Wir sehen uns selber so, dass wir durch dieses Leben gehen und uns nicht so leicht etwas täuschen kann. Und dass wir sehr objektiv sind. Wenn wir uns entscheiden müssen, dann wägen wir ab, wir schauen, was ist das Schlauste, und dann gehen wir hin und tun das. Und deshalb ist der Gedanke, dass wir irgendwo etwas aktiv unterdrücken, für uns vielleicht ein schwieriger Gedanke. Aber die Bibel spricht eine ziemlich deutliche Sprache, wenn in Matthäus 13, 15 steht: Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer
und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ich habe mich gefragt, worin besteht diese Blindheit, wovon Jesus hier spricht? Was zeichnet die Leute aus, die er hier beschreibt? Offensichtlich können sie Jesus sehen auf eine natürliche Art und Weise. Und sie können seine Stimme hören. Und doch sehen sie irgendwie etwas anderes als seine Jünger. Und sie hören auch nicht dasselbe. Als diese Menschen gesehen haben, dass Jesus Dämonen austreibt, sagten sie stattdessen, Jesus selbst habe einen Dämon. Als diese Menschen hörten, dass Jesus die Menschen nahe zu Gott zieht, sagten sie, dieser Mensch kommt nicht von Gott. Das steht im Johannes 9, Vers 16, diese Behauptung. Und aus diesem Grund spricht Jesus nur noch in Gleichnissen zu ihnen. Weil als er klar und deutlich wirkte, wollten sie es nicht sehen. Und so stellt sich für uns die entscheidende Frage, was macht denn den Unterschied aus? Was ist dann echtes Hören, echtes Sehen? Wie können wir sicher sein, dass wir wirklich sehen? Und ich glaube, es gibt zwei Unterschiede, die die Jünger Jesu ganz klar unterscheiden von der Menschenmenge, wo Jesus sagt, dass sie eigentlich blind und taub sind. Der erste Unterschied ist, die Jünger folgten Jesus wirklich nach. Sie setzten ihr ganzes Leben auf Jesus. Sie entschieden sich, mit ihm unterwegs zu sein, gegen ihren Beruf, gegen finanzielle Sicherheit, gegen ihr bisheriges Leben. Und sie lebten in einer ständigen Beziehung mit Jesus selbst. Und der zweite Unterschied ist, sie konnten ein ganz wenig davon verstehen, warum Jesus eigentlich gekommen war. Und nicht, dass ihr mich hier falsch versteht, sie wussten auf jeden Fall nicht alles. Es heißt sogar, als Jesus gestorben war, als Jesus gekreuzigt war, dann wussten die Jünger nicht mehr, was sie tun sollten. Sie wussten nicht mehr, was wahr und was richtig ist, obwohl sie so eng mit Jesus unterwegs waren. Und es heißt sogar, als Jesus eigentlich zum letzten Mal zu den Jüngern gepredigt hat und in den Himmel aufgefahren ist, heißt es, und einige zweifelten. Also es bedeutet nicht, dass man dann einfach alles versteht. Aber ich glaube, es gilt, dass Jesus denen Verständnis schenkt, die mit ihm in Beziehung leben. Je näher wir Christus kommen, desto mehr dürfen wir in dieses Verständnis eingeführt werden. Das ist etwas, was Gott mit uns macht. Gott schenkt uns wahres Sehen. Gott schenkt uns wahres Hören. Aber es ist dazu nötig, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Es ist nötig, dass wir ihn bitten, dass er unsere Augen und Ohren öffnet. Und so komme ich zum dritten Punkt, was die Propheten sehen wollten. Und ich möchte die Verse aus Matthäus 13, 16 bis 17 lesen. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Was ist es, dass die Propheten und die Gerechten des Alten Testaments sehen wollten? Was ist es, dass sie hören wollten, und doch wurde es ihnen nicht geschenkt?
Was macht die Augen und die Ohren der Jünger glückselig? Was haben sie, was die Gläubigen des Alten Testaments nicht haben? Oder noch einmal anders gefragt, wozu haben wir überhaupt Augen? Wozu sind unsere Ohren eigentlich da? Wir haben Ohren, dass sie Jesus Christus hören können. Und wir haben Augen, dass sie Jesus Christus sehen können. Sogar die Propheten des Alten Testaments, große, gottgefällige Männer, Jesaja und Daniel und Hesekiel, konnten nur verschwommen sehen, was Gott eigentlich vorhatte. Aber die Jünger hatten den lebendigen Gott selbst vor sich und konnten ganz direkt mit ihm sprechen. Sie konnten ihn beobachten, sie konnten seine Worte hören. Und bald nach diesen Worten von Jesus waren die Jünger dabei, wie sich die Prophetien des Alten Testaments vor ihren Augen erfüllte. Vor ihren Augen und ihren Ohren erreichte die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen den entscheidenden Höhepunkt. Dann, als Jesus Christus ans Kreuz ging. Dann, als Gottes Sohn die Sünden der Welt trug, als Opferlamm am Kreuz, als er starb und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand. Was für eine Offenbarung, was für ein Geheimnis. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es gibt Geheimnisse im Königreich Gottes. Große Geheimnisse. Und das Geheimnis des Evangeliums selbst ist eigentlich ein riesiges Rätsel manchmal, dass Gott Mensch wurde, dass Gott selber unsere Sünden getragen hat, dass Jesus Christus im göttlichen Gerichtssaal für uns einsteht, dass er unsere Sünde auf sich geladen hat, dass er uns gerechtfertigt hat und dass er uns heiligt, bis wir eines Tages vor Gottes Thron stehen. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich glaube, dass dieses Evangelium für uns immer geheimnisvoll auch ein Stück weit bleiben wird. Das sollte uns eben nicht dazu führen, es abzulehnen, sondern es sollte uns dazu führen, neugierig zu werden, mehr zu lernen, näher mit Gott unterwegs zu sein und ihn zu bitten, dass er uns wahres Sehen, wahres Hören schenkt. Und das, und damit möchte ich schließen, und das stellt uns vor das gleiche Dilemma, das auch die Menschen damals hatten, als sie Jesus begegneten. Es gibt heute viele Menschen, die bereit sind, Jesus als großen Lehrer zu betrachten, als moralisches Vorbild, als einen Menschen, der wusste, was gut und was falsch ist und danach gelebt hat. C.S. Lewis schrieb dazu mit sehr direkten und harten Worten: Ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie der Mann, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten, oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Das wollte er nie. Und das ist heute, auch heute am Morgen,
unser Dilemma. Es gibt nur zwei Wege. Jesus Christus radikal annehmen oder ihn radikal ablehnen. Man kann nicht in gesunder Distanz zu Jesus bleiben. Das funktioniert einfach nicht. Wir können ihn entweder wirklich sehen, wirklich hören, so wie das seine Jünger taten. Nicht, dass wir alles verstehen, aber dass wir etwas Wahres von ihm verstehen dürfen. Oder wir können unsere Augen verschließen, unsere Ohren verstopfen, wie das die Menge getan hat. Das Wort vom Kreuz, das Evangelium von Jesus Christus, ist entweder Torheit oder Gottes Kraft. Es gibt nichts dazwischen. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Ich schließe mit Gebet. Großer Gott, und was bleibt uns, als dich zu bitten, dass du unsere Augen auftust, unsere Ohren offen machst für dein Reden. Herr, schenk, dass wir dich erkennen dürfen. Schenk, dass wir dir nachfolgen dürfen. Schenk uns Gnade zum Verstehen. Herr, lass uns nicht zu denen gehören, die blind und taub sind, sondern lass uns zu denen gehören, die dich sehen und die dich hören. Jetzt noch wie durch einen Vorhang und eines Tages dann wirklich und von Angesicht zu Angesicht. Das ist, was du uns versprochen hast. Und ich bitte dich, dass du es wahr machst, Herr, in unserem Leben. Wir bitten dich, dass wir eines Tages vor dir stehen dürfen und dich wirklich sehen, wirklich hören, ohne etwas dazwischen. Und dass du uns auf dem Weg dorthin bewahrst. Amen.